Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Und ich habe heute tatsächlich ein sehr wichtiges Thema mit am Start. Was auf jeden Fall, wenn ich es mache, die Zukunft des Kanals auf jeden Fall gut beeinflussen wird. Wie gesagt, es ist einfach nur erstmal eine provisorische Sache. Ich habe da einfach nur mal auf dem Minecraft-Server, als wir am Abend oder in der Nacht war das, glaube ich, eher sogar gespielt haben, habe ich zum Beispiel mit unter anderem Niki, glaube ich, drüber geredet. Ja, was man denn in Zukunft eventuell so ändern könnte, wie man vielleicht an mehr Leute gelangen könnte und so weiter und so fort. Und ja, das die Sache ist halt, dass man da natürlich mehrere Möglichkeiten hat. Und wir haben da halt über eine spezielle Sache diskutiert. Unter anderem, ja, Ficken. Ja, zum Beispiel übers Ficken, nein, was, nein. Ja, unter anderem eben über eine Sache, die natürlich das komplette Kanalkonzept von mir derzeit auf den Kopf stellen würde. Ja, ich präsentiere euch das einmal ganz kurz. Wie gesagt, da ist nichts ausgereift, da wird nichts drüber diskutiert, dass ich das fix machen werde. Ich würde einfach nur gerne eure Meinung dazu hören. Ganz gerne. Scheiße. Fuck. Ja, ich würde ganz gerne eure Meinung dazu hören, was ihr dazu sagen würdet. Ob ihr das überhaupt feiern würdet oder ob ihr das sagt, nee, ganz ehrlich, wenn er das macht, dann habe ich keinen Bock mehr, dann deabonniere ich. Ja, kann gut sein. Also, ich erzähle jetzt mal. Also, und zwar wäre das dann eben so, dass ich nicht mehr auf YouTube live streamen würde, sondern auf Twitch. So, erstmal das. Aber dann wäre es eben so, dass ich eigentlich keine normalen Videos mehr machen würde, sondern nur noch so Livestream-Zusammenschnitte. Beziehungsweise ich livestreame dann halt, keine Ahnung. Zum Beispiel in meinem Fall habe ich ja derzeit Super Mario 64, der ist als Hauptprojekt. Würde ich dann halt in dem Fall Super Mario 64 DS einfach mal einmal in der Woche vielleicht livestreamen, so 2 bis 3 Stunden. So, da bekomme ich dann so, wenn ich das dann in den Livestreams, von den Livestreams aus zusammencutte, also das wäre dann sozusagen das ganze System, dass ich die Livestreams dann eben als Let's Play Parts verwende. Das machen ja inzwischen auch schon sehr viele. Das macht ein Gronkh zum Beispiel das Sims 4 Let's Play. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist in einem Livestream entstanden. Also das derzeitige Sims 4 HW School Let's Play. Oder auch Musician hat das immer ganz lange gemacht oder macht das auf seinem Zweitkanal inzwischen, glaube ich, noch immer. Auf seinem Hauptkanal läuft ja derzeit wieder was anderes. Aber das machen halt inzwischen relativ viele. Und ich meine, klar, es ist aus marketingtechnischer Sicht keine blöde Idee. Muss man einfach so zugeben. Weil erstens mal sahnst du die Klicks vom Livestream ab auf Twitch. Auf Twitch ist es außerdem leichter, mehr neue Leute zu erreichen. Einfach weil der Algorithmus von Twitch ganz anders funktioniert. Und dann ist halt auch noch die Sache, dann kannst du nochmal zusätzlich, wenn du die Livestreams dann zusammencuttest und nochmal auf YouTube als einzelne Parts, als Let's Play hochlädst, kannst du da auch nochmal Klicks abfarmen. Also an sich marketingtechnisch ist es keine blöde Sache. Dann kann man eben zum Beispiel nicht mehr auf YouTube, also ich könnte noch auf YouTube Livestreamen, wenn ich das machen würde, aber es wäre halt ziemlich schwachsinnig, wenn man die Livestreams auf YouTube macht, die man dann im Endeffekt wieder runternimmt, weil man dann daraus Let's Play Parts schneidet. Also, es ergibt nicht viel Sinn, das auf YouTube dann zu machen. Da müsste ich dann eben auf Twitch streamen. Und alle, die halt auf Twitch keinen Bock haben zu schauen oder halt keine Zeit haben, den Livestream zu schauen, können halt zum Beispiel dann eben die ganze Sache in Livestream, fuck this, in die Livestreams dann halt in geschnittener Form auf dem YouTube-Kanal sehen. Ja, die Sache ist, natürlich gibt es dann eigentlich keine extra Videos mehr. Es sind dann eigentlich alles Livestreams. Ich würde dann natürlich nicht nur sowas machen, wie zum Beispiel, yo, ich cutte jetzt diesen Livestream da fresh zusammen, einfach nur alle 15 Minuten einen Cut setzen und fertig ist. Nein, das nicht. Man würde dann natürlich, also ich würde dann zum Beispiel auch, wenn ich es machen würde, wie gesagt, da ist nichts fix und ich bin derzeit auch zufrieden so, wie ich es derzeit mache. Von daher, ich hätte eigentlich keinen Grund dazu, das Ganze zu wechseln. Das ganze Konzept. Aber ich wollte einfach mal fragen, was ihr davon haltet, weil ich habe halt darüber jetzt mal diskutiert und mich würde es halt interessieren, was andere dazu sagen. Ja. Auf jeden Fall, die Sache ist,
dass man dann zum Beispiel auch mal so ein 2 oder 3 Stunden Mario Maker Stream macht, den man dann auch irgendwie zusammencuttet und dann so Best-of-mäßig sozusagen so ein Video rausbringt. Nur wird es dann halt schwer, jeden Tag zum Beispiel ein Video rauszubringen. Ne? Also, ist dann halt teilweise schwer. Muss man gucken, ob es zeittechnisch was einsparen würde oder tatsächlich mehr Aufwand wäre, diese Livestream-Zusammenschnitte, Dingsbums. Ja, müsste man tatsächlich gucken. Und das wäre interessant, aber ich weiß nicht, ob ich mich da drüber trauen würde. Weil ich mache derzeit halt ganz andere Sachen. Ich mache halt noch immer hier mehr oder weniger klassische Let's Plays, nur halt ein bisschen geschnitten. Und das ist halt doch was ganz anderes, als ich was, also was ich dann machen würde. Aber an sich würde es natürlich helfen, den Kanal größer werden zu lassen. Aber es ist natürlich auch vom Ding her ganz was anderes, als ich derzeit mache. Und eventuell gefällt es auch natürlich vielen nicht, was ich verstehen kann. Und ja, das wäre halt so ein Problem. Aber ja, wie gesagt, deshalb mache ich das Video hier, damit ich euch eben fragen kann, yo, Leute, was haltet ihr davon? Und ja, was würdet ihr dazu sagen? Habt ihr da Verbesserungsvorschläge oder keine Ahnung was, ne? Also, dafür mache ich dieses Video hier gerade, um euch zu fragen. Ja, soweit zu dem Thema. Man könnte dann natürlich, keine Ahnung, die normalen Livestream-Projekte würden halt wegfallen. Jedes Livestream-Projekt, was ich mache, wäre im Endeffekt dann ein normales Let's Play, was auf dem Hauptkanal, also was hier auf dem Kanal, auf Ripples, dann als 15-Minuten-Parts hochgeladen werden. Es würde keine Livestream-Projekte mehr wie jetzt geben. Man könnte halt einfach die ganz normalen Let's Plays auf Twitch verfolgen und live dazu beitragen und live halt Fragen stellen und so weiter. Und die halt nicht können, können sich die Livestreams in einer schönen Folgenform nochmal auf YouTube ansehen. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt irgendjemand gecheckt hat, was ich hier erklären wollte. Ist nicht ganz leicht zu erklären, aber ich hoffe, es hat irgendjemand gecheckt. Wie gesagt, dieses Video ist wirklich rein dazu da, um mit euch über dieses Thema zu diskutieren. Und weil ich mir da halt drüber Gedanken gemacht habe, würde ich halt gerne wissen, was ihr dazu sagt. So, soweit zu dem Thema. Ich glaube, dazu wäre eigentlich das meiste gesagt. Wie gesagt, die Livestream-Projekte würden halt wegfallen. Alles, was ich dann machen würde, wäre ein Hauptprojekt. Ja, und dann halt, keine Ahnung, ein Let's Play-Projekt. Weiß ich nicht, ob das genug wäre. Ich glaube nein. Im Endeffekt wäre es dann wahrscheinlich schlauer daraus, ja, dass man zwei Let's Play-Projekte gleichzeitig macht. Ich wäre dann halt weg von diesem Hauptprojekt-Nebenprojekt-Ding, hätte dann wahrscheinlich einfach zwei Let's Play-Projekte und vielleicht dann einmal wöchentlich solche Best-of-Dinger von Livestreams. Wenn man zum Beispiel, ja, die Sache ist halt, versteht mich hier nicht falsch, die Livestreams würden halt ein bisschen anders funktionieren dann. Ich würde nicht wirklich oft zum Livestream kommen, weil ich ansonsten ja viel zu viele Parts vorproduziere. Wenn ich ja zum Beispiel 2 bis 3 Stunden mal Mario 64 DS jetzt, als Beispiel nehme ich das jetzt immer, streamen würde, dann bekomme ich ja 8 bis 12 Parts da draus. Ja, und das ist halt so die Sache. Ich meine, man könnte es noch immer so machen, dass man schneidet und so weiter, unnötige Stellen rauscutten und so, ist natürlich ein bisschen ein Aufwand, aber ja, kann man machen. Die Sache ist halt, man kann dann eben nur einen Livestream alle 2 Wochen von diesem Ding machen, ja. Da streamt man halt dann 2 Stunden das, nächste Woche vielleicht das zweite Let's Play-Projekt und irgendwann zwischendurch halt mal wieder so ein Mario Maker, wo man dann vielleicht ein Best-of draus schneidet. Aus dem Stream. Ja, ich meine, es wären nicht viele Streams. Ich meine, klar, ich mache derzeit auch immer nur 2 Streams am Wochenende. Während der Schulzeit, ne? Also während der Schulzeit mache ich auch nicht mehr als 2 Streams am Wochenende. Ist klar. Aber ja, ich weiß halt nicht, was ihr dazu sagen würdet. Weil es halt doch meinen kompletten Kanal auf den Kopf stellen würde. Aber ja, ich habe schon oft genug gesagt, dafür ist dieses Video da. Dass ihr mir Feedback hierzu gebt. Und ja,
darüber habe ich halt mal so ein bisschen diskutiert. Es gibt viele Leute, die wollen halt, dass ich unbedingt auf Twitch streame, weil sie Twitch für die bessere Plattform halten. Twitch ist eine super Plattform, keine Frage. Aber ich will halt derzeit einfach nicht auf Twitch gehen, weil es überhaupt keinen Sinn machen würde. Weil ich halt meine Community hier auf YouTube habe und ich halt Livestream-Projekte habe, die nur auf YouTube funktionieren. Derzeit mache ich es ja nicht so, dass ich die Livestreams dann im Endeffekt einfach nochmal hochlade. Das sind Livestreams, die auf YouTube stattfinden und die bleiben auch auf YouTube online. Und das sind dann halt die Livestream-Projekte. Später wäre es dann halt so, es wird keine Livestream-Projekte mehr geben, sondern nur noch Let's Plays. So, Leute, das war's mit dem Video. Ist, glaube ich, etwas kompliziert das Ganze geworden, aber ich hoffe, ihr habt es irgendwie verstanden. Ja, keine Ahnung, schreibt mir mal euer Feedback dazu in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Wie gesagt, ich sag's gerne so oft wie es geht, nicht, dass es jetzt immer falsch versteht, ich werde nicht mein Kanalkonzept ändern. Ich will einfach nur euer Feedback dazu hören, ob das irgendwann mal eine Möglichkeit wäre, keine Ahnung, mal eine Woche testen oder irgendwie sowas halt. Und ja, dann wird man sehen, ob man das in Zukunft vielleicht mal macht oder nicht und einfach dabei bleibt, wie man es derzeit macht. Ja. Also schreibt euer Feedback dazu gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.